Dann wollen wir mal. Reihe 18, Fach Nummer 3. Mhm. Reihe 18, Fach Nummer 3. Dann wollen wir mal. Reihe 18. Reihe 18. 13, 17, 16. 5, 4, hä? Reihe, wo ist denn? Bin ich schon an 18 vorbeigelaufen? 12, 13. 8, 9. Hä? Oder ist es von bis? Nee, kann ja gar nicht sein. Hä? 17, 16. Ich gehe hier mal rein. Vielleicht ist... Nee, hier ist der 17. Hä? Verstehe ich nicht. Hier ist 18. Nummer 3 war das, ne? Hier. Ah je. Ist auch so ein Schuhkarton, wieder eine. Wie ich es mir schon dachte. Aber was ist da drin? Ist auch wieder nur eine Origami-Figur? Anderes Apartment, wahrscheinlich Motel. So wie es... Los, hallo. So wie es ausschaut. Ich schaue mich mal eben um. Oh, wir haben ja viel mitgenommen. Und selber ja nur anscheinend. Sehr spartanisch. Ja. Warum nicht erstmal pinkeln gehen? Draußen sein ist doch Quatsch. Viel zu sehr überbewertet draußen sein. So. Nein! Achso, spülen, ja. Ja. Das meinte ich nicht. Ich wollte mir nur die Hände waschen. Ihh. Wäre nicht einmal die Seife angefasst, das Ferkel. Überhaupt soll mit dem Wasser ins Gesicht gehen und mit der Hände. Bleh. Ist ja ekelhaft. Ist so ein bisschen wie Yogis Hosenschnuff. Boah, Alter, das ist so schwül heute, ne? Das ist Wahnsinn. Und jetzt kommt wieder die Sonne raus, es ist total der blaue Himmel und morgen soll es richtig warm werden. Boah, das ist jetzt schon so schwül. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können, ich sehe es jetzt schon. So, guck mal doch mal, was ist da drin? Eine Knarre, ein Handy, Speicherkarte, Origami-Figur, hä? Eieieieiei. Drei, vier, zwei. Eins. Ich weiß noch, damals, wie ich es für die PlayStation 3 hatte, gab es damals eine Origami-Figur mit dabei, die man falten musste. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe mir eine Bedienungsanleitung aus dem Internet angeschaut und dann habe ich es gemacht. Sind Sie bereit, Mut zu zeigen, um Ihren Sohn zu retten? Joes Werkstatt und Parkplatz 4988 Roosevelt Avenue, Lexington. Okay. Eieieiei. Was auf dem Handy drauf?
Oh nein. Hilfe! Dad! Sean! Wo bist du? Oh nein. Mir ist so kalt! Dad! Dad! Eieieiei. Wie weit würden sie gehen, um jemanden zu retten, den sie lieben? Alter. Fünf Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Ach du Scheiße, er testet uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, offenbart an die Adresse. Okay. Nehmen wir alles mit. Und dann geht's los. Ja, da unten rein. Ist besser. Damit die keiner findet. Und dann würde ich sagen, los. Wir müssen unseren Sohn retten. Eieieiei. Wir haben schon wieder einen neuen Bonus freigeschaltet. Stand da gerade. Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Das Profil des Killers hilft uns, den Täter wesentlich besser zu verstehen. Möglicherweise hätte ein Profil der Ermittlung schon früher genutzt. Weiter, Jaden. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Und wie geht's weiter? Die Profile von 2 Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Blake, ich hab verdammt nochmal genug von Ihrem Scheiß. Sie jagen den Typen wie lang? 2 Jahre. Und was haben Sie bisher? Nichts. Nicht mal einen gottverdammten Scheißdreck. Sie glauben, Sie können es besser mit Ihrem Psychologiediplom und der tollen Brille? Dann werde ich Ihnen mal was sagen. Das hilft Ihnen gar nichts, wenn Sie da draußen sind. Sie sind nur ein Scheißbürokrat. Ihr riesiger Erfahrungsschatz hat die 8 Opfer nicht davor bewahrt, ermordet zu werden. Blöder Wichser! Das reicht jetzt. Ich mag Sie sagen, ihn nicht. 15 cm Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Das ist nicht viel. Ich mag diesen Typen nicht mit seiner
der hinter uns jetzt steht. Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Und wenn schon? Ich sag doch, ich mag den Typen nicht. Ich mag ihn irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ach du heiliger Schosack. Herzlich willkommen bei Outlast 2. Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Was für ein Spinner. Eieieiei. Ich würde mal interessieren, wie lange man braucht, um so viele Kreuze zu sammeln. Ganz ehrlich. Warte, ist das hier? Okay, nichts Interessantes. Was ist hier? Okay. Jesus persönlich. Und irgendwas auch mit Blut an den Wänden geschrieben oder Farbe oder keine Ahnung. Was es ist, ist hier irgendwie... Oh, hier wurde schon, ich glaube, na, seit längerem nicht mehr gespült. Also da würde man doch am liebsten gerne ein leckeres Mittagessen vom Essen, oder? Von den Tellern. Ich, ja, lecker. So, was haben wir hier? Macht er zu Hause überall seine Türen so auf? Multivitamin. Aha. Stand da zumindest auf einer Dose. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass überall die Kerzen noch brennen. Das heißt, muss ja vor kurzem jemand noch hier gewesen sein. Noch mehr Medizin. Sehr, sehr merkwürdig. Die Holy Bible haben wir da. Die Holy Bible. Sehr christlich, der Kerl. Ja. Ist ja sonst nichts weiter. Ich glaube... Was? Hallo? Hä? Was war das jetzt für eine Szene gerade? Ich habe die gerade irgendwie nicht verstanden. Ach so. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch?
Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Blake, was soll das? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Er will mehr, immer mehr, nicht wahr? Das reicht. Lassen Sie ihn in Ruhe. Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Die Stimmen quälten Sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass Sie aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Carter, scheiße! Stopp. Haben Sie den Verstand verloren? Stopp! Das reicht! Sie gehorchten, damit Sie aufhören. Sie haben den Jungen entführt und ertränkt. War es nicht so? Ich halte mich lieber zurück und lass Blake machen. Nein! Stopp! Stopp! Sie haben sie umgebracht! Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein! Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, nochmal. Los! Waffe runter! Los! Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Hören Sie nur auf meine Stimme. Dämon! Du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Oh. Du sollst die göttliche Macht erfahren! Lieutenant Blake wird jetzt die Erde verlassen. In diesem Moment kehrt er ins Schattenreich zurück. Wesen der Finsternis, ich befehle dir, kehre zurück ins Reich der Schatten und gib unserem Nathaniel Frieden. O Allmächtiger, hilf uns im Kampf gegen das Böse. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches offenbaren. Und die göttliche Kraft Satan und andere böse Geister auf der Jagd nach Seelen in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Ich traue mich nicht, R1 zu drücken, muss ich sagen. Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut, Nathaniel. Jetzt zurück. Langsam. Oh Gott sei Dank. Alter. Oh. Die Waffe runter. Runter, Nathaniel. Oh Gott sei Dank, Alter. Uah. Das ging nochmal gerade eben gut. Die Hände hinter den Kopf. Umdrehen. Ich... Wollte ich nicht. Haben wir geschossen. Yep. Sieht so aus. Nein. Es war nur ein Kreuz. Nein! Scheiße. Wirklich schade. Los, wir gehen. Fuck. Hätte ich mal gewartet. Mann, ich glaube, das ist mir beim ersten Mal auch passiert damals. Scheiße, fuck. Tja, kann man nichts machen. Hätte ich mal gewartet. Mittwoch, 10.37 Uhr. Wo sind wir denn jetzt? Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt sind. Ich schaue mich erstmal hier um, bevor ich reingehe. Ist hier irgendwas Interessantes, was wir vielleicht untersuchen können? Und es regnet im Strömen. Okay, jetzt sind wir einmal ums Haus gegangen. Für nichts und wieder nichts. Es ist... Naja, gut. Probieren wir mal. Also versuchen wir nochmal da reinzugehen.
das ein Baby? Na. Das hört sich an wie so ein... Das ist tatsächlich ein Baby. Warte mal, da gab es hinten noch eine andere Tür, ne? Wie lässig er jetzt die Treppe runtergegangen ist. Das ist so... Ja. Puh, so. Da gucken wir mal. Tralalala. Tralalala. Na. Gucken wir mal. Kommen wir hier. Ah, hier ist die Tür offen. Aber wer lässt denn bitte sein Baby alleine? Jemand da? Mrs. Bowles. Warte mal. Scheint niemand da zu sein. So was. Die Eltern von heute gehen weg und lassen ihr Baby allein. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Wer lässt schon sein? Mein Gott. Es ist vorbei. Ich kann nicht mehr. Kümmern Sie sich um mein Baby. Moment. Hallo, kleiner Engel. Hey. Na? Suchst du deine Mama? Cookies, Bier steht auf dem Tisch. Ein paar alte Kippen. Mal eben noch mal ein bisschen weiter gucken, was wir hier noch finden. Okay, ist anscheinend das Kinderzimmer.